Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Let's Play Tomb Raider 2. Und ich komme immer zu auf irgend so einen Button, wo es mich fast auf den Desktop wirft. So, diesen Schlüssel haben wir aufgesammelt in der letzten Folge in diesem Kronleuchterraum. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, hier, wann, welcher Gegner kam. Und ich habe schon wieder nicht an die Uhr geguckt. Ey, das sollte ich mir mal angewöhnen. Moment, ich mache jetzt einfach den Fernseher und den Teletext an, dann sehe ich es besser. Wie in der letzten Folge, voll die Zeitverschwendung. La 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 la, geh schon an. Na 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 na. Ich würde mal sagen, länger als eine Minute spiele ich jetzt nicht. Was machst du da? Macht den Ton aus. So. Okay. Mal kurz gucken. Also dann ist es 3 und 8. Sagen wir mal 5. Ihr müsst diese Zahlen jetzt nicht verstehen. So, also ich würde sagen, wir machen mal geradeaus weiter. Hier vielleicht was? Nein. Diese Ecke haben sie aus Spaß an der Freude rangebaut. Was passiert, wenn ich den Hebel drücke? Und ist das eine Tür? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Bis dann. Nein, Quatsch. Na 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 na. Ich speichere schon wieder immer zu. Ich hasse das. Ich weiß, dass er jetzt irgendwo da unten rumstreunt. Dieser Mann. Wenn ich jetzt runterspringe, verfalle ich in absolute Panik, weil ich ja nicht weiß, wo er ist. Und das kann ich gar nicht ab. Und ihr habt jetzt während dieser Let's Play-Folge mehr von diesem Speicherbildschirm gesehen als alles andere. So. Was zur Hölle? Hast du denn nichts fallen gelassen? Jetzt guck doch mal, Lara. Nein, hat er nicht. Nimm doch einfach mal die Pistolen mit. Als könnte man genug Munition haben. Kannst mir ja wohl nicht erzählen. Oh mein Gott. Kommt tatsächlich niemand. Na. Na. So. So, wenn ich hier raufklettere, komme ich auf diesen Dach raus. Meines. Ja, genau. Und das bedeutet, dass ich hier. Also gehe ich erstmal in diesen anderen Raum und gucke, was ich da machen kann. Genau in dem. Ich würde behaupten, dass die wieder nicht verkehrt. Denn was jetzt kommt, finde ich gemein. Ja, ein halbes. Waren es nicht sogar 3? Na, ist auch okay.
Na, la da 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 di da da. Ich muss aufpassen, weil hier an meinem Headset ist so ein Mute-Knopf, wo das Mikrofon ausschaltet. Und den sollte man möglichst nicht berühren, da sonst was passiert. Nämlich, dass es sagt ja schon der Name. Warum kann ich es nicht aussprechen? Der Knopf wird gemutet. Der Knopf wird gemutet. Habt ihr es gehört? Der Knopf wird gemutet. Nein, das Mikrofon. Das Mikrofon wird gemutet und ja. Das wäre nicht appetitlich in einem Let's Play. Theoretisch könnte sie doch gar nicht zwischen diese Bücherstapel da greifen. Weil da ja die Bücher stehen und da kannst du dann nicht reinfassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich rede irgendwie gerade nicht viel und das tut mir leid. Und aua, Bubu. Was ist da oben? Ich vertraue euch nicht. Moment, erstmal, was ist hier unten? Ach so, das kann man nicht einschießen. Nein. Warum passiert sowas? Warum? Genau. Und warum machst du das jetzt so? Wieso, weshalb, warum? Wer Lara fragt, ist dumm. Weil, wie kann man Lara fragen? Das ist doch echt voll asozial. Lala. Warum habe ich nicht einfach geladen, als ich runtergefallen bin? Das hätte sich echt angeboten, weil ich da an dieser Stelle. Was machst du eigentlich? Gespeichert habe. Warum kletterst du behindert? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Feuer. Ich bin hier. Ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Wieso denke ich jetzt auch schon wieder daran? Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe mich selber nicht. Alles klar. So, hier ist noch kein Mann drin, richtig? Sonst würde er ja jetzt rauskommen, richtig? Richtig. Und falsch. Warum ist man so? Warum passiert sowas? Was ist jetzt? Warum hat das Spiel jetzt geladen? Was ist jetzt geschehen? Die Musik hat sich doch gar nicht verändert. Warum macht man das also? Warum? Und warum? Nein. Moment. Was? Zur Hölle. Doch, genau. Hä? Ich schwimme hier mal kurz durch, ob ich was finde. Was Brauchbares. So zum Aufheben oder so. Nö, nö, nö. Wieso ist diese Tür zu? Sie wird aufgehen, wenn ich hochgehe, und dann werden Gegner da sein. Genau das wird passieren. Willst du mich verarschen? Das glaube ich jetzt nicht. Der Bildschirm ist schwarz. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Warum passiert sowas immer wieder? So, du wirst jetzt funktionieren, mein Freund. Es wird jetzt alles glatt verlaufen. Du wirst gehen. Und im Teletext steht reale XXX-Kontakte. Ja. Ich wollte schon immer ein paar mathematische Formeln im realen Leben kennenlernen.
Verabrede dich noch heute mit Singles aus deiner Umgebung. Haben die eigentlich nicht mal andere Werbung zu machen? Mach doch Werbung für Handys. Oh ja, Gold zu Geld machen. Das ist gut. Auch wenn's übelst die Verarsche ist. Und es geht nicht weiter. Das heißt, wie es jetzt weitergeht und was wir mit dem Schlüssel machen, den wir gerade gefunden haben. Wobei es sich die CD geladen hat. Und zwar grundlos. Was auch immer! Was wir mit dem Schlüssel machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Tomb Raider 2. Und ja, danke fürs Zugucken, auch wenn es eine kurze Folge war. Ciao!